Dieser Eurofighter muss in diesen Schlauch treffen, um sich zu betanken. Ich durfte live dabei sein und bei einer Übung der deutschen Luftwaffe mitfliegen. Leider nicht in dem Eurofighter, aber dafür in dieser A400. Aber auch das hat sich angefühlt, wie als wäre ich in einem Film. Ich durfte sogar hier hoch zum Cockpit, womit ich nicht gerechnet habe. An der Stelle einen Riesendank an die deutsche Luftwaffe, dass sie das Ganze hier möglich gemacht hat. Und dann fingen auch schon die Schläuche aus der A400 rauszufahren. Und wie aus dem Nichts erschienen zwei Kampfjets, die ungelogen so nah nebeneinander geflogen sind. Das war echt so spannend zuzusehen, vor allem als der erste in den Tankschlauch treffen musste. Wollt ihr, dass ich mal in so einen Kampfjet einsteige und mit dem mitfliege? Falls ja, liked oder teilt gerne das Video, denn wir brauchen wahrscheinlich mindestens die 1 Million Views, um die Bundeswehr davon zu überzeugen.